Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2 und die Nacht des Raben ist auch dabei. Ja, ich hoffe, bei euch passt alles. Ja, mir geht's auch soweit ganz gut. Ich habe mich umentschieden von letzter Folge auf diese Folge. Vielleicht, das war auch dank eines Kommentars, aber wie ich finde, eigentlich ein ganz guter Tipp. Wir sollen uns doch einfach mal hier noch ein bisschen in der Landschaft umsehen. Ich sag's mal so, in Corinnes haben wir jetzt ohnehin schon, ich sag mal, safe XP in der Tasche. Ja, wir müssen halt jetzt zu Lord Hagen. Wird auch ein dickes Storytelling, aber da, dass wir letzte Folge schon eine Folge hatten, wo wir storytechnisch weitergekommen sind, indem wir uns in der Fraktion angeschlossen haben, glaube ich, ist es fein, wenn wir diese Folge so ein bisschen eine Schlachterfolge machen und ein bisschen Erkundung. Ja, also ich hoffe tatsächlich, die Dietricher spielen mit. Wir haben nur 5 Stück. Da muss ich mir was einfallen lassen. Mal gucken. Vielleicht bekommen wir welche, vielleicht gibt es auch nur einfach interessante Orte und so, ne? Wir schauen einfach mal rum. Also ich glaube, der eine Punkt war bei Pepe. Bei den Zelten soll ich irgendwo mal gucken. Es gibt einiges zu entdecken. Klar, wir sind in Gothic, ne? Das wäre schlimm, wenn nicht. Wir gehen einfach mal rum. Da kann ich auch nebenher gleich ein bisschen noch was erzählen. Weil es gerade aufgetaucht ist, also ich habe es gerade gelesen, war noch nicht drauf geantwortet, weil ich jetzt halt die Aufnahme starten wollte. Punkto Gothic. Ja, kommt her. Gothic 3 und Götterdämmerung. Also, folgendes. Ha! Ich habe auf jeden Fall vor, nach Gothic 2 Gothic 3 zu zocken. Und nicht nochmal Gothic 2 mit einer anderen Fraktion. Ich verstehe, wie der Spielwert ist bei den Gothic-Teilen. Also, ich würde auch sagen, beim 3er komplett da. Lol, da ist ein Irrlicht am Start. Ist aber nicht unser, oder? Wieso pumpt das so? Ist es unsers? Hä? Was willst du denn? Ich kann es jetzt auch nicht. LOL, was? Das macht uns Schaden einfach. Wir ihm aber nicht. Oder es. Als ob. Nichts zu holen. Oh Gott, ich glaube, die packen wir noch nicht, ne? Ach du Scheiße. Okay, warte. Das ist. Nein, also schalt's doch nicht blocken, Junge. Was haben wir ausgemacht? Oh Jesus. Oh, verdammt. Okay, komm. Ja. Ja. Also, okay, wir legen gerade echt einen Keiler, oder was? Okay, wir legen keinen Keiler. Fuck. Scheiße, ja, ich rede gleich weiter. Sorry, also, ich kann vielleicht mit euch reden, wenn wir einen Feldräuber besiegen, aber nicht, wenn wir einen Keiler kämpfen, ja, also. Warte, jetzt ist doch wieder dieses Irrlicht am Start, ne? Schade. Ich glaube, da gehe ich auch Full Life lieber hin. Ich rede weiter, keine Sorge. Ich lasse euch bloß gerade noch ein bisschen zappeln. Also ich lasse mich selbst gerade zappeln. Weil der Keiler ist schon echt eine Nummer. Also ich würde sagen, der ist drin, wenn das Blocken so funktioniert, wie ich das will. So, wer will zuerst? Hm? Irrlicht oder Keiler? Also bitte nicht beide gleichzeitig, ne? Das wollen wir nicht. Ja, bleibt gesessen. Es ist übelst filmig, gegen unsichtbares Vieh, also mehr oder weniger unsichtbares Vieh zu kämpfen. Hey, hör auf mit deinen Zaubereien. So, das wird jetzt abgespeichert und jetzt kommt der Keiler bitte nochmal ran. Ja, auch mit der Steuerung, da gab es ja heftig Diskussionen jetzt, was besser ist, was schlechter ist und so. Ich werde es einfach immer wieder zwischendurch entscheiden. Okay, warte, ich muss den Moment abpassen, wo das Vieh auf mich zuspringt. Ja, komm ran. Ja? Weil wir können das richtig schön interrupten. Die Mechanik finde ich sogar echt leichter als diesen Film mit zurückdodgen und dann halt nicht blocken. Ja, da war wieder Block dabei. Na komm, Junge. Shit. So, links, rechts, links und back. Jawohl, jetzt sind wir dabei. Oh. Alter, geil, wir haben Keiler weggehauen. Sehr nice. Ja, also ich werde auf jeden Fall danach nicht nochmal einen Run bei Gothic 2 machen, weil ich halt irgendwo auch in Anführungszeichen vorankommen möchte.
auch wenn es vielleicht sehr, sehr interessant ist, weil es natürlich neue Optionen gibt. Es ist halt basically das gleiche Spiel, ja. Und ich finde es da einfach besser, jetzt halt in YouTube-Projektmäßig zu denken. Nicht privat, ja. Privat würde ich mir das vielleicht einfach nochmal reinziehen. Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, wie ich zu dem Zeitpunkt, wenn ich es dann auch irgendwann nochmal spiele, drauf bin, ob man dann nicht einfach streamt oder so. Keine Ahnung, ja. Aber so eine richtige Let's Play-Reihe von Gothic 2 wird es halt nur einmal geben und das ist die aktuelle, ja. Ich weiß, es hat einen Wiederspielwert. So, kann mal bitte nur einer kommen? Hm? Genau, deswegen Gothic 3 und, ja, auch Götterdämmerung. Wisst ihr, ihr müsst es ja so betrachten. Ich habe schon so oft habe ich einfach schon Gothic 3 gezockt, aber noch nie die Erweiterung. So als kleiner Bimpf, der Gothic gezockt hat. Natürlich wusste ich es vielleicht nicht besser, weil ihr alle schreibt, ja, Götterdämmerung scheiße. Also ich denke mal, da wird dann auch was dran sein, wenn das irgendwie jeder schreibt. Aber ich durfte mich noch nie selbst davon überzeugen. Deswegen spiele ich das Ganze. Das hat halt irgendwo dann auch was mit einem eigenen Interesse zu tun, ja. Also ich meine, wenn es legit scheiße ist, ja, dann lasst mich diese... Ich glaube, ja, es ist eine Erweiterung, so was weiß ich. Das werden dann vielleicht 15 Folgen oder so. Dann lasst mich die Erweiterung spielen. Und wenn dem so entspricht, selbst drüber lästern, wie kacke denn die Götterdämmerung ist, ja. Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Es geht wieder los. Direkt abgebrochen. So, links. Ey, come on. Links, rechts. Rechts, links. Links. Ja, jetzt schon fast keine Dietriche mehr. Nice. Quarz. Okay, das sah irgendwie aus wie eine Kette. Deswegen, ich würde halt gerne einfach alles mal mit euch durchgespielt haben. Dass jedes einzelne Game für sich so gesehen auf... Oh, das sind Schwarze dabei. Auf YouTube erhältlich ist. Ja, also wenn man halt Bock hat auf Gothic 3, dann gibt es sich auf Gothic 3. Ich meine, ihr müsst es ja auch so sehen... Ich würde halt gern so ein bisschen die Vielfalt zeigen, ja? Deswegen bin ich eher Fan davon, irgendwie Sachen, nicht irgendwie ein Game auf alle möglichen Art und Weisen durchzuzocken, sondern einfach mehrere Games gezockt zu haben. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. So. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, der zockt ja dann Gothic nur für die Klicks und dann geht's weiter so. Nee, aber irgendwie 3 Jahre am Stück nur Gothic 2 Content zu bringen, feiere ich halt nicht so. Ich habe auch irgendwie, wenn es dann mal, aber das habe ich glaube ich schon mal erzählt, wenn es mehr Abos sind, also es das heißt auch natürlich, dass die abonnieren halt sagen, yo, mir gefallen Rollenspiele, weil ich denke mal, wenn Rollenspiele einem nicht gefallen sind, dann Shooter, dann würde man meinen Kanal einfach gar nicht erst abonnieren, weil ich bringe halt sowas nicht, wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, wir haben dann, keine Ahnung, bei 1000, 2000 Abonnenten, actually eine Community, die Bock auf RPGs hat. So, und wenn es weiter so mit Gothic geht, dann wahrscheinlich auf Games, die in die Richtung wie Gothic gehen, ja? Jetzt vom Stil her, würde ich sagen. Also vom, wie fühlt sich das Spiel an? Und ich habe auf jeden Fall vor, mit euch noch Divinity zu spielen. Safe. Weil ich dieses Spiel einfach, das ist halt auch so ein Game, habe ich halt als kleiner Bimpf direkt nach Gothic gezockt. Oh nee. Oh nee. Warte mal, geh mal weg hier. Ja, komm, so, war's. Weg sind die Dietriche, sehr nice, feier ich. Habe ich halt auch als kleiner Bimpf direkt nach Gothic gezockt. Cool, Tour. Ja, deswegen wollte ich eigentlich, also das war das Kontraargument in meinem Kopf, weshalb ich keine Erkundungstour machen wollte, weil jetzt muss ich mir diese 2 Truhen hier merken, ja? Da ist nichts zu holen. Das will ich eigentlich nicht. Also was heißt, ich will's nicht, ich kann's nicht, weil ich weiß, bis wir Dietriche haben und genug geschickt, dass es Sinn macht, hier wieder herzukommen. Alter, da sind wir in, was weiß ich, 6, 7 Wochen. Bis dahin ist diese Höhle hier lost in meinem Kopf, ja, komplett lost einfach. Ich sag mal so, für die Erfahrung ist ganz gut, deswegen laufen wir einfach mal weiter. Vielleicht entdecken wir auch noch irgendwie einen NPC, der für die ein oder andere Quest noch relevant ist. Ja, wir laufen einfach mal weiter. Ist, glaube ich, ganz,
geil, wenn ich hier so ein bisschen erzähle und wir nebenher noch ein paar Viecher wegklatschen. Ja. Ihr könnt gerne mal Rückmeldungen geben, ob ihr es so verstanden habt, wie ich das gesagt habe. Auch um noch einen anderen Vergleich zu bringen. Ja, also meine Projekte aktuell sind ja Metin. Oh oh. Nö. Niederes Skelett. Lol, hat es ja mal den übelsten Bug gegeben. Die packen wir nicht, oder? Also zumindest nicht zu zweit. Okay. Hey, wieso sind hier Skelette? Ja, komm, war ja klar. Gut, darauf war ich nicht vorbereitet, aber das bekomme ich besser hin. Das bekomme ich besser hin. Lass mal kurz die Leben abchecken, wo ich zuletzt gespeichert habe. Okay. Kann mal bitte nur einer kommen? Nur einer. Puh, hat gut geklappt. Okay, ja, dann kann ich jetzt das erklären. Also so für euer Verständnis, ja. Ich spiele ja aktuell Metin, Gothic und Dark Souls, ja. Ich bin da echt gerne vielfältig am Start, so. Weil mir machen die Games ja an sich Spaß. Es wäre halt irgendwie sad, wenn ich jetzt meinen Kanal nur auf Gothic oder nur auf Dark Souls oder nur auf Metin beschränke. Das weiß ich nicht. Nee, einfach. Da bin ich lieber halt langsamer in den Games, aber zeigt ein bisschen mehr Unterschiedliches. Was? Junge, nicht dein Ernst! Sag mal sicher, dass wir hier schon sein sollten? Also, ich weiß nicht. Irgendwie nicht, oder? Jetzt kommen beide. Ja, warte mal, wollen wir die skippen und wiederkommen, wenn wir ein bisschen mehr Schaden haben oder ein bisschen mehr Rüstung? Also, das sind jetzt ja zwei Skelette. Das kann ja auch gut sein, dass... Warte, das stimmt. R ist die Taste. That I like. Es kann ja auch gut sein, dass hinter den zwei Skeletten erst so richtig losgeht mit Untoten und so. Tschüss. Mach's gut. Wir gehen lieber noch ein paar Keiler und so schlachten. Das ist, glaube ich, mehr... So unser Niveau, ne? Oh. Halbpflanze? Nimm das Ding mal mit, Kollege. Nimm das Ding mal mit. Genau. So, ich werde die ganze wieder rausgebracht. Ihr müsst euch einfach nur merken, wo ich dann immer davor war. Wenn ich jetzt halt mich auf Gothic 2 beschränken würde, dann würde ich bei der Spielweise, die ich an den Tag lege, oder halt, ja doch, bei der Spielweise, die trifft es auch ganz gut, und bei der Häufigkeit, wo ich dieses Spiel dann uploade... Oh nee, nicht zwei! Jungs! Zwei sind zu hart. Zwei sind zu hart. Jesus. Bro, was ist denn da los? Der übelst laute Rabe. Die Nacht des Raben ist auch dabei. Nur eins, hallo. Die muss man doch pullen können. Bei den Skeletten ging es ja auch. Ja, jetzt ging's. Oh shit. Oh shit, ich will nur ein bisschen weglaufen, weil ich keinen Bock habe, dass das nächste Vieh dann uns in den Rücken fällt. Shit. Oh, Alter. Ja, geil, es ist da. Es ist da. Ich hab in euch vertraut. Wirklich. Ihr habt gesagt, yo, mach eine Erkundungstour. Da gibt's einiges zu sehen. Ich dachte, dass ihr jetzt wisst, ja, okay, der ist soweit. Aber ich bin nicht soweit. Ja, komm, nee. Freunde. Okay, so lang ist es noch nicht. Wir gehen nach Corinnes. Fugit. Ja? Ich laufe jetzt ein Stück und bringe meinen Denkvorgang noch zu Ende. Und wenn ich durch bin, dann mache ich einen Cut und dann sehen wir uns einfach in Corinnes direkt wieder. Wenn ich jetzt halt meine Spielweise an den Tag lege und so wie jetzt nur zwei Folgen in der Woche hochlade und es kommt mir nicht mit, ja, der Digga, dann lade halt fünf Folgen in der Woche hoch, weil es geht nicht. Also zeitlich ist es halt nicht drin. Das heißt, ich muss auf diesen Upload-Niveau bleiben, um schön alles zeigen zu können, ja? Heißt das auch, dass wir, wenn wir zum Beispiel jetzt halt Gothic 2 als Magier nochmal durchspielen und was weiß ich als Paladin, dann sind wir 3 Jahre mit Gothic 2 beschäftigt. Ja, dann habe ich Gothic 3 noch nicht einmal gesehen, ja? Also zumindest Let's Play-technisch. Und wir können auch nicht mit Risen starten.
So, und es gibt halt, ich meine, ihr seid ja, sage ich mal, alle ein bisschen unterschiedlich mit dem, was ihr sehen wollt. Der eine oder andere sagt, ja, du, ich hab voll Bock auf Gothic 3. So habe ich auch damals übel gesuchtet, würde mir gefallen zu sehen, wie du es durchzockst. Oder halt, würde mir gefallen, das mal so ein Let's Play zu sehen, wo man auch wieder ein bisschen mitschreiben kann, so mit einwirken kann. Wisst ihr, wie ich meine? So, und dann wären die halt die Leute, die vielleicht Gothic 3 sehen wollen würden, ja, vielleicht enttäuscht. Weil ich einfach ewig lang bei Gothic 2 hängen bleiben würde, was natürlich anderen wiederum gefällt, ja. Dann gibt es wiederum andere, die sagen, also haben wir auch jetzt halt in dem letzten Video die Kommentare gesehen, zwar kein Bock auf Gothic 3, aber Bock auf Risen. Sorry, ich wurde gerade unterbrochen. Es ist klar, dass ich jetzt nicht einfach irgendwie halt Gothic 2 zu Ende spielen werde. Die Story an sich von Gothic ist noch nicht zu Ende, ja, weil wir würden ja noch nach Myrtana und da noch viel bewegen und dann einfach mit Risen starten. Das heißt also, wenn, dann machen wir schon chronologisch 1 bis 3 abgeschlossen und dann fangen wir mit Risen 1 an, ja? Da gab es auch eine kleine Diskussion. Ich denke mal, derjenige wird sich gleich raushören, ob Risen nicht storymäßig doch an Gothic anschließt oder ob es eine ganz neue Story ist, ja? Also, ich will da jetzt keinen Streit. Freunde, ich sag's euch gleich, ich will da keinen Streit in den Kommentaren sehen, weil es ist nur eine Philosophie, okay? Auch wenn jetzt irgendwas durch irgendeine Aussage von Piranha Bytes Boys vielleicht ja beschlossen sein könnte oder auch nicht, ja? Jeder hat da ein Recht auf seine eigene Meinung, ey, ich bin bei euch vorsichtig, weil so die Gothic-Community, wenn es da so um Facts geht, da wird gerne mal gestritten, ja? Wenn es um meine Meinung geht, sehe ich diese Komponente, dass ja bei Gothic 3 am Ende die Götter die Welt verlassen und in Risen startet auf einmal die Story mit, die Götter haben die Welt verlassen, ja? Ich sehe den Zusammenhang. Andere wiederum sagen, yo, Risen ist ein komplett absolut anderes Universum als das Gothic-Universum, ja? Daher, dass ich in meiner Meinung so bin, dass die zusammenhängen, würde ich nochmal, das ist nochmal so ein Pluspunkt, also so ein Plusargument, Gothic 3 gespielt zu haben, bevor man Risen startet, ja? Man möchte wissen, weshalb denn die Götter nicht mehr da sind. Und ich bin euch ehrlich, das ist ja auch die Meinung von einigen, aber die kann ich halt leider absolut nicht teilen, dass Gothic 3 einfach shit ist. Und das ist ja halt leider nicht meine Meinung. Also ich mag Gothic 3 sehr gerne. Die Welt ist tatsächlich ein bisschen zu groß geraten. Und teilweise nicht so gefüllt, wie man sich's wünscht. Also gut, da kann man jetzt Myrtana-mäßig, stimmt es nicht, aber die Wüste vor allem die Wüste, ja, die ist halt echt viel zu dick geworden und viel zu weitläufig und viel zu wenig wirklich Content, der einen juckt. Wenn man vor allem auch diese ganzen Untoten denkt, die man einfach nur runtermetzeln muss, ist es halt, ja, der ist schon ein bisschen fad tatsächlich. Aber wenn man sich auf das konzentriert, was halt wirklich interessant ist, finde ich Gothic 3 ein sehr, sehr cooles Spiel. Also wirklich. Deswegen lasse ich da auch das Argument nicht zählen, ja, Gothic 3 ist nicht so geil. Ich werde es so oder so spielen, ja. Oh, schaut euch mal die geile Lichtsprechung an. Das hat was. Das schaut schon sehr geil aus. So. Dann wurde mir auch der Tipp gegeben, Daron, man kann ja alles... Ich möchte spenden. Auf einmal spenden und man muss nicht immer warten. Ich segne dich. Lebensenergie 5. So ein Mist, denn er ist das Licht und die Gerechtigkeit. Ah, liebe ich das wieder in Corinus zu sein, wo jeder sich über das Scheißwetter aufregt. Ich würde sagen, wir gönnen uns einfach mal. Also, wir ziehen uns mal einfach ein bisschen Gold raus, ja? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Und versuchen mal, das Gold voll zu bekommen. Ja, regt euch nicht auf über Spoiler und so, denn ich bin euch ehrlich, ja, ihr wisst ja, wie schnell wir ungefähr vorankommen. Keine Sorge, ich will da jetzt nicht durchsprinten, aber es, wenn man halt nicht sieht, dass man vorankommt, oh shit, das war zu viel, glaube ich, wenn man halt sieht, dass man nicht vorankommt, ist es halt dann doch irgendwann so ein bisschen, ach, vielleicht wird das Projekt dann für den einen oder anderen zäh. Deswegen nehme ich einfach den Tipp mal an, die könnten wir eh verkaufen, Rabenschnabel, ne? Oder? Wollen wir die verkaufen? Ich weiß es nicht. Lederrüstung. Was wollen wir noch verkaufen, Freunde? Hm?
Brauchen wir Felle? Also brauchen wir die? Ich kann mal ein paar verkaufen, ja? Wir heben uns einfach mal einen Zehner auf. Ja, dann haben wir noch ein bisschen was. Hammer. Können wir auch ein paar weghauen. Ich würde nämlich gerne mir den Tipp rausziehen, dafür, dass wir ein bisschen entspannter durchkommen. Ja, wir hatten auch noch die Lederbeutel, stimmt. Weil wir bekommen jetzt halt hier richtig geil Lebensenergie dazu. Das ist kein Story-Spoiler, das heißt, mir geht dadurch nichts flöten. Ich hätte es halt einfach ein bisschen länger gestreckt. Aber dann wäre der Anfang auch schwerer. Und ich. Also in dem Sinne würde ich jetzt nicht sagen, dass es Sinn macht, den Anfang irgendwie absichtlich schwerer zu machen. Das heißt, wir ziehen uns hier einfach mal die Lebensenergie raus. Immer schön 50. Ich möchte spenden. Weil, schaut mal hin, jetzt mussten wir extra abbrechen, also die Erkundungstour. Ich möchte spenden. Nur weil wir zu weak sind. Ich segne. Und die, was weiß ich, wie viele Lebenspunkte wir jetzt uns da eigentlich hier rausziehen noch. Die Lebensenergie, die wir uns hier dazu holen, ne, die hätte uns halt vielleicht geholfen, die Erkundungstour komplett durchzuziehen. Das heißt, das wäre ein schönerer Wisch gewesen. Jetzt sind wir da ein bisschen hin, ich habe ein bisschen was probiert, ein bisschen zurück, dann ist die Folge vorbei und unterm Strich haben wir dann, was weiß ich, zwei Keiler getötet. Ist ja auch irgendwie Rotz, ne? Ich segne. Alter, das ist okay. Haben ich möchte spenden. Ich segne dich. Ein Lernpunkt erhalten. Okay, jetzt ändert sich da was. Ich segne dich. Lebensenergie. Okay, jetzt sind wir bei Lebensenergie. Ich möchte spät. Ja. Du kannst. Oh, warte, was hat er gesagt? Ich glaube, wir haben kein Gold mehr, ne? Du kannst jederzeit spenden, wenn du genug Gold dabei hast. Also, schätzungsweise liegen bei dem Dude 700 Gold von uns jetzt. So, geht es auch schneller. Ja, komm, zack, hier noch ein 50, dann öffnen wir den hier noch. Wir gucken mal, ob wir jetzt halt hier noch durchkommen. Ich möchte Ich segne dich. Okay, ja. Ich möchte Ich segne dich im Sag mal, wie viel? 1000 Gold? Hä? Also wir haben jetzt 500 Gold reingesteckt. Ich habe schon mal einen Huni reingehauen und mindestens 2x50, also mindestens. Also so oft dürften wir eigentlich gar nicht mehr spenden. Ich will das mal ausreizen, ja? Ich glaube ja, ich habe mir ja... Ach, ich würde nicht sagen aus Versehen, aber so ein bisschen fail-mäßig, ja, man kennt ihn, guten Tag. Bei den Söldnern habe ich mir diesen Stahl gekauft. Das heißt, da liegen nochmal 120 Gold. Also halt 2x60 für den Stahl, die wir ganz entspannt jetzt halt zu 300 Gold wandeln können. Weil hier ist ja unser Meister. Ja, hier ist unser Master. Warte mal, nee. Na! Ah, lol, der hat noch gekokelt. Verstehe. Ja, jetzt ist natürlich wieder alles schön belegt. Alter Freunde, ich glaube, ich habe euch jetzt den dicksten Talk überhaupt gegeben in den letzten 20 Minuten. Ich hoffe, ich habe damit keinen gelangweilt. Aber ich denke mal, da wurden jetzt halt die Ansichten relativ klar. Abschließend könnte ich auch schon nochmal sagen, jetzt an der Stelle, vielleicht kommt das Thema irgendwann nochmal im Laufe des Let's Plays auf. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere, der vielleicht nicht so Interesse an Gothic 3 hat, auch dabei wäre. Ja, zumindest zu der einen oder anderen Folge reinschaut. Aber natürlich, wenn es einen hart nicht juckt, dann braucht man es sich nicht geben, ne? Klar. Womit denn? Hey, jetzt warte mal. Wie jetzt? Wo ist das Zeug gewesen? Also bei den Waffen sollte es ja eigentlich nicht liegen, ne? Das müsste eigentlich schon unten sein. Jesus. Hä? Wo sind denn die? Oder müssen wir jetzt hierfür schleifen? Ich weiß ja nicht, bei welchem Schritt wir hängen geblieben sind. Müssen wir hier hin? Womit denn? Nee. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wir haben doch letzte Folge da was gekauft. Wir schlafen jetzt mal kurz bis Mitternacht, weil ihr wisst ja, Brian, der ist der übelste Arbeitsfuchs. Der wird da den ganzen Tag durcharbeiten. Das heißt, wir müssen ihn dazu zwingen zu schlafen. Schon ist das Ding frei. Womit denn? Nee, ist nicht drin. Womit denn?
Nice. Freut mich richtig. Freut mich richtig. Noch mehr Ärger kann. Dann schlafen wir bis zum Morgen. Gucken mal, was hier noch geht. Wir schauen einfach mal kurz, ob wir hier noch Rohstahl herbekommen, weil das wäre eine Möglichkeit, aus wenig Gold ganz, ganz viel Gold zu machen. Hey, du. Hatte der das jetzt halt oder Harald? Ich könnte dir. Nee, den haben wir aufgekauft. Hä, mich wundert's aber nicht. Ich könnte schwören, wir haben letzte Folge was. Vielleicht ist das schon weg. Da bist du ja. Der sagt jetzt auch nichts, dass wir Söldner sind. So nach dem Motto. So, so. Du bist Söldner geworden. Ja, wenn du meinst. Das wäre jetzt so der Dialog, den ich erwartet hätte. Ich will meine geschmiedeten. Dann stell welche her. Okay, nee, wir haben nichts ready. Das finde ich jetzt komisch. Ja, gut. Wir kommen jetzt noch an Gold ran. Oder, okay, wir überbringen erstmal den Brief kurz an die an diesen Lord Hargan. Vielleicht gibt der uns Gold fürs Überbringen. Wir werden sehen, ne? Ich meine, wir übermitteln ja ein Friedensangebot. Ja, abschließend. Stimmt, da war ich hängen geblieben. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Wenn nicht, dann halt nicht, ne? Wenn ihr sagt, yo, ihr habt dann Bock wieder bei Risen, also das war jetzt zumindest ein Kommentar, deswegen, ich denke mal, vielleicht geht es dem einen oder anderen mehr auch so, dann schaltet ihr halt wieder zu Risen rein. Ist ja auch okay, ne? Dauert halt dann ein bisschen, ist klar. Aber bekommen wir schon hin, ne? Lothar. Also irgendwie fehlt mir hier ein bisschen von Leuten, die wir auch schon kennen, dieser Kommentar, dass wir Söldner sind. So dieses. Hätte er auch selbst. Mhm. Söldner also. Du Pack! Halt. Nur Männer, die im Dienste des Königs stehen, haben Zutritt zum Rathaus. So. Ich bin ganz deiner Meinung. Ich muss mit Lord Hargan sprechen. Weißt du, wie oft ich das schon gehört habe? Du kannst nicht rein. Wenn du es trotzdem versuchen solltest, muss ich... Okay, das hat ihn nicht gejuckt. Dann so. Lass mich durch. Ich komme als Bote der Söldner. Na schön. Aber ich warne dich, wenn du hier Ärger machst, wirst du keine Zeit mehr haben, es zu bereuen. Kann ja jeder kommen. Da kann ja echt jeder kommen. Halt! Wenn du reingehst, muss ich dich umbringen. Ich komme als Bote der Söldner. Ja, alles klar, okay. Komm rein. Ritter, wer bist du? Du hast keinen Namen. Albert. Ich muss mit Lord Hargan reden. Er ist im großen Saal, direkt geradeaus durch. Was immer du von ihm willst. Fasse dich kurz, er hat viel zu tun. Was bedeutet es, ein Paladin zu sein? Ein Paladin ist ein Streiter Innos. Er lebt, um ihm zu dienen und kämpft, um ihn zu ehren. Dafür wird uns die Gabe der Magie verliehen. Die Magie der Runen, die wir als Auszeichnungen für unsere Taten verliehen bekommen. Kannst du mir was beibringen? Bestimmt keinem Söldner. Kannst du mir was beibringen? Ich unterweise nur Paladine. Genau. Okay, ja, halb so wild. Ich will deine dreckige Magie nicht. Nee, eigentlich schon, also, naja, mal gucken. Wir holen uns irgendwas anderes, cooles. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Lord Hargan, Paladin des Königs, Streiter unseres Herrn Innos und oberster Befehlshaber von Corinis. Ich habe viel zu tun. Also verschwende nicht meine Zeit, sondern sag mir, warum du hier bist. Okay, alles, also jetzt wird es tatsächlich sehr interessant. Gut, ja, was haben wir, komm, wir machen das erstmal. Ich bringe ein Friedensangebot der Söldner. Zeig her. Ich kenne General Lee. Ich kenne auch die Umstände, unter denen er damals zur Strafarbeit in der Kolonie verurteilt wurde. Ich halte ihn für einen ehrenhaften Mann. Ich bin bereit, ihm Absolution zu erteilen. Nur ihm. Für seine Männer gilt das nicht. Die meisten von ihnen sind ehrlose Halsabschneider und haben ihre Strafe verdient. Ihnen werde ich garantiert keine Absolution erteilen. Richte ihm das aus. War das alles? Nein, Kollege. Alter, das ist alles halt... Also theoretisch übelst interessante Option. Ich weiß halt gar nicht, was ich da zuerst... Also, wir machen erstmal diesen. Die Armeen des Bösen versammeln sich ganz in unserer Nähe. Im Minental. Im Minental? Wir haben eine Expedition dorthin entsandt.
kennen ebenfalls Berichte, die besagen, dass der Pass dorthin von Orks besetzt ist. Aber von einer Armee des Bösen ist bisher nichts zu mir vorgedrungen. Ist das nur ein Trick, der mich glauben lassen soll, es wäre nötig, eine Allianz mit den Söldnern einzugehen? Nein. Was für eine Armee soll das sein? Es sind Drachen, die Scharen von Dienerkreaturen um sich versammeln. Drachen? Laut der alten Schriften ist es viele Jahrhunderte her, dass Drachen das letzte Mal gesichtet wurden. Sag mir, warum sollte ich deinen Worten Glauben schenken? Die Frage ist doch nicht, ob du mir glauben kannst. Die Frage ist, kannst du es dir leisten, mir nicht zu glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Solange ich keinen Beweis habe, kann ich mir nicht leisten, noch mehr Männer dorthin zu schicken. Ja, was sollen wir jetzt machen? Kopf abschlagen und sehen... Also, mein Gott. Ich soll dir also einen Beweis bringen. Genau. Überquere den Pass und mache dich auf den Weg ins Minental. Suche dort nach der Expedition. Und wenn du sie gefunden hast, sprich mit Kommandant Garond. Wenn jemand weiß, wie die Situation vor Ort ist, dann er. Falls sich deine Worte bestätigen, dann bin ich bereit, dir zu helfen. Das heißt, du wirst mir das Auge Innos aushändigen. Das Auge Innos. Gut. Bring mir den Beweis, dann sorge ich dafür, dass es dir gestattet wird, das Amulett anzulegen. Dann kann ich sagen, ich habe dein Wort in dieser Sache. Das kannst du, denn du hast es. Das ist jetzt tatsächlich sehr komisch, weil wir hatten davor kein bisschen über das Auge Innos gesprochen. Also es hätte mehr Sinn gemacht, wenn ich gesagt hätte. Was weißt du über das Auge Innos? Es ist ein göttliches Artefakt. In den alten Prophezeiungen wird es im Zusammenhang mit Drachen erwähnt. Doch die Schriften sagen auch, dass nur ein erwählter Innos es tragen kann. So. Und hier hätten wir jetzt dann sagen können, ja, bla bla bla, Drachen, dies, das, als Belohnung gibt's das Auge Innos, ja? Aber also das war gerade irgendwie ein bisschen so bei den Haaren herbeigezogen. So, noch nie irgendwas von Auge Innos zu ihm gesagt und dann so, ja, aber dann gibt's das Auge Innos, ja? Also so, als wär's schon längst drum gegangen, ne? Okay, so. Wie soll ich über den Pass kommen? Ich denke mal einfach mit den Rittern reden, oder? Wie soll ich über den Pass kommen? Ich gebe dir den Schlüssel für das Tor am Pass. Doch du wirst deinen Weg durch die Reihen der Orks finden müssen. Möge Innos dich schützen. Ihr seht es nicht. Ihr seht es leider nicht. Ich seh's auf meinem Screen. Da, oh, da stand gerade richtig geil. Akt 2. Warum seid ihr nach Korinnes gekommen? Wir sind in wichtiger Mission für das Königreich unterwegs. Unser Befehl kommt direkt von König Roba. Ich sagte dir, dass wir eine Expedition ins Minental geschickt haben. Sie ist der Grund unserer Anwesenheit. Die sollen doch hier Erzbrocken holen, oder nicht? Was machen deine Männer im Minental? Na schön. Da du ohnehin dorthin gehen wirst, kann ich es dir ebenso gut verraten. Der Grund dafür ist das magische Erz. Es ist von kriegsentscheidender Wichtigkeit. Ohne genügend Waffen aus magischem Erz hat die Armee des Königs nicht die geringste Chance gegen die Elitekrieger der Orks. Sobald unser Schiff voll mit Erz beladen ist, werden wir aufs Festland zurückkehren. Dann steht der Krieg mit den Orks schlecht. Ich habe dir schon zu viel verraten. Okay, ja. Ja, das ist das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Wir werden es nicht einfach bekommen. Ich suche ein metallisches Ornament. Es müsste am Steinkreis bei Lobards Hof gewesen sein. Wenn du dieses Teil hier meinst. Wir hatten den Verdacht, dass es eine magische Rune ist, aber das Ding ist völlig wertlos. Von mir aus kannst du es haben. Ich habe keine Verwendung dafür. Das war unexpected. Ich dachte jetzt, die machen noch ein Trara, ne? Ja, dann haben wir das auch im Sack, du. Ingmar. Ingmar. Wie spricht man deinen Namen aus? Laut der mir vorliegenden Berichte ist das Minental ein gefährlicher Ort. Du solltest dich gut ausrüsten, bevor du losziehst. Das denke ich auch. Wie ist die Lage auf dem Festland? Der Krieg ist noch nicht gewonnen, obwohl die königlichen Truppen die Orks bereits zurücktreiben. Doch an vielen Stellen sammeln sich kleine Orkhorden und versuchen, unsere Armee auseinanderzureißen. Sie kämpfen ohne Ehre, ohne Glauben und genau deshalb werden wir letztendlich siegreich sein.
Im Gothic 3 hört man eigentlich von den Orks nur Ehre, Morra. Ehre. Die Ehre ist alles, was dir bleibt, so ungefähr. Kommt zu, die kämpfen ohne Ehre. Kann ich von dir lernen? Ich unterweise nur die Anhänger unseres Ordens. Ja. Na gut, man kann ja mal fragen, ne? Gut, Alter, was machen wir jetzt mit der Folge? Ich würde sagen, kann man hier hoch, ohne direkt. Aha. Ah, das ist ein Ritter. Oh, lol. Da ist ja... Ach so, das ist nur... Ach so, okay, okay. Buchkommode. Oh, der Larius. Alter, hier sind ja noch... Da müssen wir ja auch ein bisschen reden hier. Ganz kurz. Ich probiere es einfach mal aus noch, wegen Buchkommode und so, ne? Ja, ich glaube, die gibt keine Erfahrung. Ja, Larius, was machst denn du hier so am Feuer? Was hast du hier verloren? Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Wer bist du? Wer bist du? Ich bin Larius, der hiesige Statthalter. Auch wenn es im Moment nicht so aussehen mag, bin ich der mächtigste Mann dieser Stadt. Dann bist du hier also verantwortlich. Ich, nun, zurzeit sind mir die Hände gebunden. Dieser Lord Hagen hat hier das Kommando, jedenfalls solange er noch in der Stadt ist. Wie sieht's aus? Was geht dich das an? Solange die Paladin in der Stadt sind, kümmert sich Lord Hagen um alle Belange, die die Stadt betreffen. Mhm. Ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Also verschwinde. Wieso schreit hier eigentlich jeder nach Schlägen, hm? Wieso? Bist du auch so ein Großmaul? Ah, da sind wir gar nicht erst würdig, überhaupt irgendeinen Ton rauszubringen. So, habe ich mich jetzt in dem Haus verlaufen? I guess, habe ich. Oh, schaut mal, hier ist eine Kiste, die will auch gelootet werden. Eigentlich, wenn man Dietrich hätte. Okay. Oh, der hat also der ist schon... Hier ist Platz hier oben, ne? So, hier war der. Da ist der Larius. Ne, das war's. Okay, ich glaube, wir sind durch hier, ne? Ich glaube, wir sind durch, ja. Alter, erstmal verlaufen, in dem Haus. Ja, nehmen tue ich hier nichts, weil es könnte schlecht für uns ausgehen. Ne? Gut, wie machen wir es? Ich will auf jeden Fall diese Folge noch. Das ist wirklich nicht mein Problem. Die Max-Spende erreichen. Wir sind jetzt bei 225 Lebensenergie. Also es war ein richtig krasser Boost. Und ich hoffe wirklich, dass es uns einfach weiterhilft. Ja, dass wir einfach, auch wenn wir eine Richtung einschlagen, diese Richtung fortsetzen können, weil wir jetzt auch mehr packen. Ja? So, das... Dafür war der Tipp halt echt Gold wert, weil ich habe dadurch halt echt nichts gespoilert bekommen, so nach dem Motto, dass ich danach mir denke, oh Mann, das wollte ich halt nicht wissen, Digga, lass es mich doch selbst herausfinden. Wisst ihr, wie ich meine? So, das ist halt, es war ein guter Tipp, wirklich, es war ein guter Tipp. So, aber was verscherbeln wir jetzt denn noch? Mensch, silberner Ring, soll ich die jetzt einfach mal weghauen? Hm? Wir machen diesen. So, wie du sagst. Hä? Wir hatten doch... Achso, okay, ja, die bewegen sich dann einfach. Dann machen wir zweimal diesen. Das wären jetzt zwei Spenden wieder, ne? Okay, wir handeln da jetzt mal ein bisschen rum, ja? Hier können wir auch noch was griefen, stimmt? Ich habe eine Botschaft für Meister Iskarod. Er ist der Wächter des Schreins vor dem Kloster. Wenn du diesen Weg für mich gehst, kannst du deine Belohnung selber wählen. Ui. Klar. Ich mach's. Gut. Dann nimm die Botschaft und wähle eine dieser Spruchrollen. Wenn du die Botschaft überbracht hast, werde ich dich angemessen entlohnen. Mhm. Vergessen Botschaft erhalten. Ja. Ich denke, wir nehmen einfach den Eispfeil. Gib mir den Eispfeil. Gut. Dann mach dich nun auf den Weg zu Meister Iskarod. Nice. Ich habe noch mehr Steintafeln. Ich habe noch eine Steintafel für dich. So, noch eine. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ja, nimmt man, oder? Nimmt man, Freunde. Gab's hier irgendwas Neues? Also ich glaube, die vermissten... Nein. Die vermissten Leute, da hatten wir doch was. Wegen diesen Banditen. Wegen der vermissten Leute. Ja?
Ich will dir erzählen, die Bauern haben ebenfalls Angehörige verloren. Ich habe in Erfahrung bringen können, dass die Banditen für das Verschwinden der Menschen hier verantwortlich sind. Elwood, der Lehrling des Meisters Torben, erzählte mir, dass die Banditen die verschleppten Menschen über den Seeweg aus Korinnes entführten. Einige Piraten sind mit im Spiel. Ihre Rolle in der Sache ist mir aber noch nicht ganz klar. Ich habe Elridge von den Banditen befreit. Ein Mädchen namens Lucia ist von den Banditen verschleppt worden. Der Anführer der Banditen heißt Dexter. Er ist verantwortlich für die Entführung. Ich kenne Dexter noch aus der Strafkolonie. Damals arbeitete er für den Erzbaron Gomez. Er wird sich sicher an dich erinnern. Du solltest vorsichtig sein. Ich denke, du bist auf der richtigen Spur. Weiter so. Nice, also die 350 Erfahrungen, die haben wir auf jeden Fall eingesteckt. Wegen dieses Waffenhändlers. Wegen dieses Waffenhändlers. Kommt da, ist da irgendwas bei rumgekommen? Nee, was wissen wir? Ja, auch Banditen, I guess. Ja, die Erfahrung nimmt man mit. Wie schaut's aus? Nicht schlecht. Wir kommen dem Ganzen näher. Jetzt holen wir uns hier noch ein bisschen Lebenspunkte. Mit der nächsten Skillung müssen wir halt noch schauen, was wir genau mit anfangen. Weil Zweihand ist jetzt echt teuer geworden. Das ist echt teuer geworden. Komm mal ran, reichen die 100. Hey. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Freunde, es war jetzt keine Absicht, dass das hier so nahaufnahmenmäßig ranging. Ich möchte spenden. Das habe ich schon immer gesagt. Ich segne dich im Namen. Was du nicht sagst. Okay. Ich möchte Wie weit geht denn der Till hier noch? Ich segne dich. Ja, die 100 Gold sind schon wieder weg. Aber so viel kann es halt jetzt echt nicht mehr sein. Irgendwer muss die. Zeig mir deine Ware. Ja, wir haben 0 Gold. Ja, irgendwas muss jetzt weg, Freunde. Irgendwas muss jetzt noch weg. So, ihr denkt euch vielleicht einfach nur, ja, siehst du, hier Geldproblem und so. Vielleicht verkaufe ich jetzt auch Sachen, die theoretisch echt nicht so nice sind zu verkaufen. Aber ich denke mal, so ein paar Waffen hier. Rabenschnabel, komm, 220, Vogel. Manchmal muss man einfach in den sauren Apfel beißen und nicht jede Waffe sammeln. Ich möchte spenden, aber jetzt war es das bestimmt. Du hast mir jetzt insgesamt über 1000 Goldstücke gespendet. Der Segen des Herrn Innos ist allerzeit bei dir. Nice. Das war ein dicker Boost. Was sagt ihr? 240 Lebenspunkte. Das ist schmackhaft. Das ist schmackhaft. Ne? Jetzt gehe ich hier mal noch ein bisschen durch. Aktuelle Mission. Ich habe einen Entschluss getroffen, was wir als letzten Akt für diese Folge noch machen. Oh, der Wolf. Das ist jetzt halt so ein Resultat aus dem, dass wir in einem neuen Kapitel sind. Ja, die Viecher sind nachgespawnt. Beziehungsweise halt dazu gespawnt. Free Loot. Ja, da können wir vielleicht sogar diese Folge noch ein Level abschaffen, weil ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen was vor mit euch, ne? Und zwar, wieso habe ich hier eine Blutfliege? Oder ist actually eine Blutfliege? So, komm mal ran, Phoebe. Wir gehen jetzt halt in diesen großen grünen Wald. Ja, da waren wir schon mal mit dem Lares Delarian und sind zu diesem Steinkreis gegangen für dieses Ornamentstück. Da gehen wir jetzt hin, ja? Wenn ihr euch recht erinnert, was waren das? Vor fünf Folgen ungefähr, würde ich jetzt mal abschätzen. Passt auf, gleich kommt wieder ein Lag, ja? Die Stelle habe ich mittlerweile raus, passt auf. Ja, komm, scheiß drauf, Vorführeffekt. Da war eine Stelle, da dachte ich mir, oh, nice, ein verängstigter Bandit. Der ist ja bestimmt nicht so schwer. Ja, wir waren halt direkt weg, ne? Ich habe mir aber gemerkt, diese Höhle, da wollen wir noch hin. Alter, da ist ja übel was gespawnt, Alter, ey. Das ist ja... Und irgendwas... Oh. Hä? Hallo? Stimmt, hier gab's doch auch Streit. Und da... Nee, da hat mir jemand geschrieben... Ich soll doch nochmal dem anderen Bruder sagen, wenn wir schon hier sind, das machen wir auch gleich, ne? Ich soll doch dem anderen Bruder sagen, was der andere Bruder gesagt hat. Wir gehen jetzt einfach mal hin, ja? Wir schüren da ein bisschen. Dein Bruder erzählt etwas Ähnliches. Aha, was denn genau? Dass er auch schon viele Feldräuber zur Strecke gebracht hat. Was? Der Blindgänger findet doch noch nicht mal allein nach Hause.
Sag ihm, er soll mal nicht so aufschneiden. So, dann wird's echt 5 Meter weitergehen und die Scheiße dem erzählen, oder was? Was eine Quest. Was eine Quest. Enem. Dein Bruder hält dich für einen Aufschneider. Was? Er wagt es tatsächlich, sowas zu sagen? Er soll bloß aufpassen, dass ich ihm nicht das Fell über die Ohren ziehe. Geh hin und sag ihm das. Hey. Enem ist wegen der Geschichte ein wenig gereizt. Er soll sich nicht so aufblasen, sonst reiße ich ihm den Kopf ab. Sag ihm das. Ich finde, ihr beide solltet euch wieder entspannen. Der Dreckskerl gibt nicht nach. Habe ich recht? Ich werde ihm die Gedärme rausreißen. Sag ihm das. Macht doch, was ihr wollt. Ich gehe. Ja, verdrück dich ruhig. Ja. Okay. So viel dazu. Sollen wir jetzt halt für die beiden Großmäuler einfach diese Feldrobber hier weghauen, oder wie ist es? Hm? Wir schauen jetzt einfach mal hin. Meine Bestätigung, also meine Nase juckt so, ne? Meine Bestätigung wäre jetzt halt, wenn diese ganzen Feldräuber hier einen Namen hätten. So, keine Ahnung, lästiger Feldräuber oder so. Ja, komm, auch nicht so rum. Weg mit dir. So, merkt ihr jetzt, ne? Jetzt haben wir langsam die Kraft dafür, dass wir uns ein bisschen mucken können, solche Feldräuber. Hör auf. Die Kids sind halt echt noch ein bisschen Brett. Also, ich habe echt das Gefühl, zahlenmäßig ist zwar ein fetter Unterschied zwischen 34 und 14% Crit, ja. Aber mit 14 haben wir jetzt auch nicht so selten gekrittet. Zack, zack, zack. Ihr seid freie Erfahrung für uns. Ja, komm, komm, komm. Du auch, ne? Du willst auch. Ja, du faust schon so richtig. Platsch, platsch. Ey, es geht flüssig. Die Feldräuber sind jetzt mittlerweile drin. 80 Erfahrung, Profi, Sumpfkraut. Okay, nice. Ja. Also, ist, glaube ich, so ein bisschen so ein Joke-Gimmick, oder? Hier mit den beiden Gebrüdern. Also, das ist wieder so ein typisches Piranha-Ding. Da wollen sie ein bisschen was reinhauen, was einfach speziell ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, 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 okay. Wir hauen rein. Die waren gar nicht gesund. Die waren gar nicht gesund. Oh, das ist sogar ein Skeletto. Alter, das ist ein Skelett mit Rüstung. Nee, das ist, glaube ich, keine gute Richtung. Geh mal weg hier. Lol, was ging jetzt hier ab? Also, die Situation würde ich ja total abusen. Sag mal, was ist denn jetzt hier los? Hier sind irgendwelche Skelettgoblins, Skelette, Feldräuber, Keiler. Was geht denn jetzt hier, Alter? Was geht hier? Ich höre halt immer noch diese Kackgnome. Sind wir sicher? Oh, scheiße, ich hab... Lol, der ist unsichtbar einfach. Ich hab einen Fehler. Bis gleich. Well. Dann gehe ich einfach mal in die Richtung raus, einen auf Nummer sicher, ne? Außer die sind jetzt hier mitten im Weg, dann wird's kritisch für uns. Weil das war schon... Das war doch schon der Weg hier, oder? Ja, ja. Dann müssten hier links gleich diese verängstigten Banditen sein. Also diese Höhle. Na? Da hinten ist sie. Ortskenntnisse haben mich diesmal nicht im Stich gelassen. Ja, was mir auch noch so ein bisschen beim Laden jetzt eingefallen ist. Jetzt bist du dran. Weil ich ja gesagt habe, yo, dann sind ja viele Leute... die abonniert haben, die auch Bock auf... Ach so, der ist... Ja, der ist wieder unsichtbar, verstehe. Ach, komm, leck mich mal. Das war's für dich. Dann sind viele Leute da, die einfach Bock auf RPGs haben. Vielleicht sagt ihr dann der ein oder andere, weil er einfach gefallen hat an der Art von Spielen, die ich spiele und vielleicht auch an der Art, wie ich die Spiele spiele,
bei einem Spiel, also bei einem RPG zu sagen, yo, kenne ich jetzt nicht, vielleicht auch noch nicht wirklich ein Interesse an dem Spiel gezeigt, was sich ja dann durchs Gameplay ändern kann, ja. Und ist halt dann auch einfach bei einem RPG dabei, das er so nicht kannte, Divinity, was ich definitiv jetzt zocken werde. Sag mal, hä? Ja. Okay, da muss ich mich ganz kurz konzentrieren, Freunde. Zwei sind unfair. Geh. Hab ich doch nur ein Crit. Nur ein Crit. Junge, ist doch okay jetzt. Du hast eine Lederrüstung an und kein... Nee, 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 mach das Ding. Alles klar, okay, what the fuck. Oh, scheiße, da ist wieder irgendeiner unsichtbar. Okay, wartet, 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 wartet. Nein, nein, nein. Ich mach F5, weil dann ist er wieder sichtbar, ja. Ja, mehr oder weniger. Lol, und die waren jetzt übel. Ach so, 30 Erfahrung oder was? Dietrich. Goldbrocken? Ja, nice. Und wir haben Stängel Sumpfkraut. Wir kommen der Zahl 10 näher. So. Hier geht's direkt weiter. Echter Seemannsgrog. Brot, Fisch. Ich bin gespannt, was da hinten jetzt ist. Vielleicht ist da wieder irgendein Führer. Lucia vielleicht? Ich habe halt leider nicht mehr genau im Kopf jetzt. Hat. Thieles Kopf. Ganz kurz. Da gucken wir mal eben. Thieles Kopf. Das hört sich an für mich nach einem Item, was man abgeben könnte. Zusammen, warte, Hugo Meuchler, Dexter, oh lol, der Dexter ist da. Grond, der Grausame. Thiele, der ängstliche Dieb, tatsächlich, wir können mit dem Steckbrief und seinem Kopf, nice, dass es einfach so als Item existiert, zu. So, wie hieß er denn jetzt, der Bruder? Nicht Lord Hagen, sondern André. Wir können zu André gehen und da wahrscheinlich das Kopfgeld kassieren. Und wenn nicht, dann ist es Varus Biker-Shit. Und dann müssen wir zu dem einen beim Freibierstand. Und holen uns da unseren Shit ab. Okay, jetzt schauen wir erstmal, dass wir uns ein bisschen was einverleiben. Ja, nehmen wir den Tränk. Gebratenes Fleisch. Okay, wir haben Thieles Kopf. Würde ich sagen, ist auch ganz gut gelaufen. Ein bisschen schade jetzt zwar, dass wir aus Korinth schon wieder raus sind, weil da muss ich jetzt wieder hinlaufen. Und wisst ihr, wie ich jetzt meine? Aber, oh shit, oh shit, oh, oh, oh. Bandit. Ja, ja, die halten nicht viel aus, aber halt ein Bogen macht halt trotzdem irgendwie Damage, ne? Komm weg mit dem. Halt, Digga, hätte ich das gewusst? Also es war eigentlich nur dieser verängstigte Bandit, ne Nummer. Die hier, das sind die übelsten Lappen. Pfeile, Käse, Dietrich, Goldbrocken und Sumpfkraut. Das Schafsfell, okay, nice. Ich höre über uns wahrscheinlich ein paar Scavenger. Gackern. Wein, bitte, Truhe, sei einfach nice. Okay, ein bisschen Gold, Fisch und ein seltsam aussehender Fisch. Nice. Okay, leider ist hier jetzt kein NPC mehr, der irgendwie verschwunden sein könnte. Schafsfell, jawohl, nehmen wir uns auch mit. Das nehmen wir uns auch mit. Aber nice, dann haben wir die jetzt auch durch. Finde ich auch cool, weil dann kann ich jetzt hier einen Haken hintersetzen und ich muss nicht mehr dran denken. Wisst ihr, wenn es da wieder die Truhe gewesen wäre, wir hätten sie nicht öffnen können, dann hätten wir in 20 Folgen wieder vorbeikommen müssen. Ja. Da ist nichts zu holen. Freunde, ich würde sagen, dann war's das für die Folge. Ja, wir sind, glaube ich, zeitlich ganz gut dabei. Haben diese Folge wieder einiges geschafft. Wir sind einiges stärker geworden bei den Lebenspunkten. Finde ich cool. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich wieder ein bisschen entspannter voran. Stehen relativ kurz vor dem Level up. Wir können zu Corinis da ein bisschen was machen noch an Quests. Oder wieder zurück zu Onas Hof und die Quest abgeben und sind auch automatisch Level up und werden wieder stärker. Das können wir jetzt einfach entscheiden. Könnt ihr auch gerne wieder ein bisschen Einfluss in den Kommentaren walten lassen, wie ihr denn jetzt vorgehen würdet. Natürlich spoilerfrei, ihr wisst, wie es läuft. Und sonst bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Bis dahin, Freunde, macht's gut.